Moin zusammen und Hallöchen. Ja, wieder mal WWE Supercards und folgendes, ihr wisst Bescheid, wir haben ja unser Team gehabt, das, was ich vor drei oder vier Tagen, ich glaube vor vier Tagen gemacht habe. Heute war das erste Team-Event und ihr seht's, ich finde, es war eigentlich ganz erfolgreich. Die ersten Karten, ihr wisst alle Bescheid, das ist von besonders seit Ultra Selten, das ist alles uninteressant für uns. Und zwar, jetzt haben wir es hier vorne. Wir haben es geschafft. Wir haben unser Ziel eigentlich erreicht. Wir haben Kalisto in verstärkt bekommen. Wir hätten eigentlich auch noch Xavier Woods uns auf Elite holen können. Und jetzt kommt mein, wenn ein Team mit ist, dann darf nichts fehlen. Und zwar, ihr seht es, die Punkteverteilung. Luca, muss ich sagen, der hat es doch mal mit 426 Punkte. Irgendwie, weiß ich keine Ahnung, der muss es mal wissen. Wollte sagen, ja, jetzt bin ich mal Olum, ne? Hat's geschafft, dann Nacho mit 94 Punkten, Respekt, super. Dann haben wir Loser, 379 Punkte. Ich bin heute mal nicht unter den ersten zwei, ich habe nur 328. Unser Kev, unser kleiner Laui mit 285 Punkten, auch super. Geil und Troll hat 218, auch noch respektabel. Wie gesagt, 200 haben wir angesetzt, 200 wollen wir auch immer haben. So, jetzt kommen wir bei zwei Leuten. Erstmal Dunosse und The Tiger. Bei beiden ist es vollkommen akzeptabel, dass sie zwar nicht geknackt haben. Dunosse hat noch mitgeteilt, dass er ein bisschen in der Grippe liegt. Vollkommen okay. Und auch The Tiger hatte ein bisschen was mit Krankenhaus. Ist auch was anderes, aber auch vollkommen okay. Und unsere beiden schwachen Marken hier vorne, wo ich momentan mit der Tierschirm abfacken bin, hätten die mal ein bisschen den Arsch bewegt. Aber ich bin in den ganzen Teams, wo ich drinne war, es sich anders gewöhnt, dass die ganzen Lappen, sorry jetzt für meine Ausdrucksweise, aber ich muss einfach jetzt mal die Wortwahl so jetzt ergreifen, die Lappenspasten, ganze Bastardhurensohne, sorry für die Ausdruck, es ist aber wirklich so, dass die Spieler, die meist verstärkt plus plus sind, einfach nur die Karten abgammeln. Ich weiß nicht, was in deren Kopf losgeht, warum man in ein Team reinjoint und warum man es einfach macht und seinen Arsch bewegt. Man macht 43 Punkte, selbst wenn was dazwischen kommt. Tiger zum Beispiel und Dolosse haben mich beide angeschrieben. Sorry, ich bin in der Grippe. Ich kann nicht so viel spielen. Ich liege den ganzen Tag schon im Bett. Vollkommen akzeptabel, hat Bescheid gesagt. Ich weiß Bescheid. The Tiger hat gesagt, dass er momentan krankenhausmäßig was um die Ohren hat. Auch vollkommen okay. Aber die beiden Spackos hier vorne, ganz ehrlich, die versauen wirklich die Lust am Game. Und das ist genau der Grund, warum ich im letzten Video gesagt habe, warum wir es vollkommen unterstützen und auch verstehen, warum die Leute den Money, wie soll das, den Video-Bug, oder das ist ja eigentlich eine Google-Funktion, kein Glitch, kein Bug, eine Funktion von Google, wo manche Leute einfach diese Option nutzen und sich 1000 Videos angucken, um halt nicht warten zu müssen. Genau diese beiden Vollidioten, das ist der Grund, warum ich und Luca sagen, okay, wir verstehen es vollkommen, wenn andere Leute ihr Kartenziel nicht erreichen und nie erreichen, weil solche Idioten hier sind. Ne? Zack, wie gesagt, wird fliegen, gnadenlos, in circa 10 Stunden ist es vorbei, der ist draußen, den radikalisiere ich weg. Und so you, ja fuck you, würde ich mal sagen, du bist auch auf jeden Fall weg, das ist mir scheißegal, ob der Elite ist, ganz ehrlich. Und wie gesagt, nochmal, sorry, dass ich jetzt ein bisschen aus der Haut fahre, aber sowas fuckt mich einfach ab. Ne? Er kam mit verstärkt plus rein, hat er wahrscheinlich vom Bord irgendwo, keine Ahnung, was gepult. Ich habe gesehen, er hat jetzt auf jeden Fall zwei Superstars verstärkt in HD und eine Carmella verstärkt in HD. Ist mir scheißegal, er fliegt raus. Dafür wird Maxi King zurückkommen und auch Mete. Die beiden haben noch kurz angekündigt, sie müssen mal ganz kurz raus aus dem Team für dieses Event. Wie gesagt, die beiden fliegen definitiv so oder so. Es geht gar nicht. Ihr könnt immer in die Kommentare reinschreiben, ob ihr in euren Teams auch solche Vollidioten drin habt, was ihr von solchen, sag ich mal, Pissern denkt. Wie gesagt, man joint nicht in ein Team rein, wenn man keine Zeit hat. Und man sagt wenigstens chatmäßig die Zeit, Leute, heute das und das, pipapo. Ich kann heute nicht viel spielen, tut mir leid, ist vollkommen akzeptabel. Aber einfach Karten sich abzugreifen, jetzt werde ich schon heißer von meinem ganzen Flamen, ne, es geht gar nicht. Aber wie gesagt, an das restliche Team hier vorne, super Respekt, wie gesagt. Und auch nochmal an Dolosse und an Tiger, dass sie wirklich, ja, mit 80 Punkten, glaube ich, haben wir bei ihm Bescheid gesagt, dass es nicht geht. 70, 80 Punkte waren das. Dass ihr trotzdem, trotz eurem Problem, was ihr heute, wie gesagt, so ein bisschen krankheitsmäßig da nicht ganz fit seid, nochmal so reingeklotzt habt und an die 190 rankam. Respekt für euch. Aber sowas, wie gesagt, pff, ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das habe ich in meinen ganzen Jahren, wo ich Clans habe, noch nie erlebt, dass Leute einfach in Team-Clan reinjoinen und nicht Small-Off machen können, als sie nicht können. Aber an den Rest des Teams, super Respekt. Und ja, wir werden mal gucken. Nächstes Mal auf jeden Fall als Team-Event planen wir, denke ich mal, die Elite-Karte an. Wir hätten es, wie gesagt, geschafft. Hätte die beiden ihr Arsch ein bisschen hochbewegt. Wir hätten es schaffen können. Rein theoretisch, rechnerisch. Wäre es möglich gewesen. Ne? Aber wir hatten die zwei Fliegen, gnadenlos und das war's dann auch. So, und der Papa, der hat noch was vom Bord gepult. Ja.
So, und zwar eine Verstärktkarte, man verstärkt Freebie. Ja, ich zeig's euch mal. Ich bin so abgefuckt, ganz ehrlich. Mir ist so ein Nippel abgefallen. Ich pull so gerade meine Puls, ne? Das ist geil, ihr neuen Puls, wieder Game gewonnen. Pull so, klick so durch, dann ploppt es auf. Ich sehe nur verstärkt unten. So, und meine Augen schweifen nach oben und schweifen nach oben und... Ihr seht es. Kofi Kingston. Ja, was Schlimmeres kann es ja gar nicht geben. Was gibt Schlimmeres, eine Verstärkkarte zu pullen, die man bereits als Pro hat? Da gibt es nichts Schlimmeres. Also hätte ich wenigstens irgendwas anderes, was Einzelnes gehabt, aber wo ich die Hoffnung habe, aber das, wie gesagt, na gut, er ist immer stärker als der Kalisto, ne? Von daher, aber keine Ahnung. Naja, ist verstärkt auf jeden Fall und wir gucken, was beim nächsten Team mit ist. Denke mal, da werden wir spielen ja, wie gesagt, ich zeig's euch nochmal ganz kurz, das Ding hier vorne, ne? Wir werden, denke ich mal, mit Glück, vielleicht, wenn Mete zurückkommt, sind wir vielleicht sogar Elite, weil es sind einige jetzt verstärkt bis Booster durchgekommen. Ne, und auch unser Tiger hat noch was Nettes gepult. Cesaro, glaube ich, war das. Cesaro hat er geschrieben. Muss ich mal gucken. Ne, Glückwunsch dazu doch mal. Und das war's auch mit dem Video für heute, wie gesagt. Aber nicht, wenn ich irgendwie besser aus der Haut gefahren bin. Denke mal, ihr habt volles Verständnis dafür. Ihr habt bestimmt auch Teams, wo dann solche Affen drin sind. Und naja. Gut, okay. Ihr wisst Bescheid. Und... haut in die Kommentare, das will ich auf jeden Fall wissen, was ihr von solchen Leuten denkt, die ihren Arsch nicht bewegt bekommen, ne, im Team. Und alle haben so zwei Punkte und dann gibt es Leute, die haben nur 10 oder 15 oder gar nur 0 Punkte. Was ihr davon haltet, haut in die Kommentare und für heute bin ich raus. Macht's gut.